Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Until Dawn Remake. Ich werde ab sofort nur noch sagen, willkommen zurück zu Until Dawn. Ich finde, man sieht, dass es das Remake ist. Brauche ich deswegen nicht mehr zu erwähnen. Tagsüber ist er so schön, aber nachts wirkt er echt bedrohlich. Wie ein schlafender Riese. Ja, wir sind hier mit Chris, mit Sam angekommen. Jetzt sind wir auf Chris gewechselt und wir wollen endlich mal auf den Berg da hoch. Ist wie beim Abschlussball. Und los geht's! Ja! Auf ins Abenteuer. Oh, ich hoffe, wir tun das Richtige. Was? Naja, dass wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut, gut. Er ist schwer einzuschätzen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, nein. Es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Alles klar. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, wie lange ich Josh kenne? Nein. Okay. Dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorn. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbar. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat? Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Boom. Schmetterlingseffekt. Dame Jess oder auch Jessica, Mikes Freundin. Aufgeschlossen, engagiert, impulsiv. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute, Zeit, sie zu begrüßen. Also 17. Sind wir jetzt sie? Oh, was war das denn? Jess, hey! Jessica, hierher! Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lässt uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Oh, geht, Chris. Hey, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Hup. Hey. Ja, ja, ja. Was ist denn das Chris? Hier? Meine Güte. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris. Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Mike und Em sind getrennt. Wir sind jetzt zusammen. Wow, Drama. Nicht wirklich. Eigentlich ein sauberer Schnitt. Em ist raus, ich bin drin. Ah. Oh. Okay, okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ach, ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Sam? Oh, hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Ehrlich, hätten die Lodge nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Und da haben wir die Emily oder auch Em. Mets Freundin, intelligent, einfallsreich und offen. Na, das kann man so sagen. Dann wäre es nicht mehr so malerisch, weißt du? Da haben wir hier noch den Matt, Emilys Freund, hilfsbereit, verlässlich und sportlich. Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? So, dann sind wir auch schon im Außenbereich der Lodge.
Gänsehaut. Wir sind fast da. Nein, ich meine, ich krieg langsam Angst. Oh, ja. Das wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Das wird bestimmt nicht wie eine normale Party. Ich meine, was glaubst du? Scheiße! Da ist Mike, Jess Freund, tapfer, engagiert, charismatisch. Zu geil! Michael! Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte dir fast eine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lasst uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Michael, halt dich einfach raus. Emily und ich sind jetzt zusammen. Also komm klar damit. Ich sag's dir nicht nochmal. Haben wir uns verstanden? Tja, ich dachte, wir könnten das abhaken. Als Kumpel, aber... Ja, gut. Mike. Nein, nein, nein. Nein, alles cool. Ich gehe einfach weiter. Bin ganz vernünftig und so. Für mich ganz allein. Peace. Ich glaube, er hat's kapiert. Ist echt heiß, wenn du den Macho machst. Weißt du das? Ja. Weißt du, mit der Beziehung zu Mike, oh, aber egal. Mist. Muss man mal hier machen, aussprechen. Könntest du... die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Das kann ich warten? Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Ja, komm. Okay. Wir müssen ja eigentlich vertrauen. Wenn es so wichtig ist... dann spiele ich Packesel für den Rest des Wegs. Aber du schuldest mir was. Entschuldigung? Na, dann sind wir eben quitt. Ich überleg's mir. Sei aber vorsichtig. Wir sehen uns oben, Schätzchen. Dank dir. Gemerkt schon, ist die M wahrscheinlich zurück wegen was anderem. Kann man schon denken. Ja, okay, ich weiß nicht, ob ich Mike das jetzt sagen soll, aber ich war gerade so ein bisschen auf Kontra aus hier. So, wen haben wir denn hier? Oh. Ashley ist verknallt in Chris. Fleißig, neugierig, sensibel. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Oh Gott! Gott! Hey! Oh. Hey, wow! Tut mir leid, Ash. Ich wollte dich nicht erschrecken. Muss das sein, ja, also, Matt? Ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott! Hey, wow! Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay. Schon gut. Was schaust du dir an? Ist irgendwas Spannendes zu sehen? Lass mich mal ran. Nein, ist irgendwie kaputt. Man sieht gar nicht richtig, was nur... Was? Ehrlich? Bestimmt sehe ich einen coolen Bären, der einen Fuchs frisst oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist, ehrlich gesagt, das zu lassen, weil es hat ja schon, okay, Ehrlichkeit hat jetzt gesungen, hat ja schon jetzt Probleme zwischen Mike und ihm gegeben. Es ist vielleicht besser, wenn er es nicht weiß, aber damit es halt nicht Stress gibt. Aber er sollte vielleicht wissen, woran er ist, ne? Das würde ich auch wissen wollen. Ja, komm. Klar. Wenn du willst. Okay. Verdammte Scheiße! Ist das dein Ernst, Emily? Was soll das, Mann? Hör zu, der läuft bestimmt nicht. Nichts? Meinst du echt? Ja, bestimmt. War es schon jemals nichts bei M? Ehrlich? Ich weiß nicht. Verdammt! Mörder. Ja,
das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Ich, keine Ahnung, wenn du es so sehen willst. Hey! Hey! Yeah, Gönnung. Klasse. Das ist grüßend, das weißt du. Wo versteckst du dich, kleines Vögelchen? Oh, Pepper! Hey! Oh, hallo! Komm schon! Hey, Mike! Boom, Schakalaka! Okay, jetzt hast du mich. Schon gut, okay? Manchmal ist am besten einfach nichts du zu tun. Du kannst dich nicht verstecken, Michael. Ich kenne all deine Tricks. Das tun wir auch nicht. Wir hören nicht den Vogel ab. Armes Tier. Aber ihn schon. Er ist nicht arm. So geht das. Ich finde dich, Jess. Und dann was? Wow. Es reicht. Oh, wow, ja. Nichts da. Jetzt bist du dran. Hab dich, das war's. Endstation. Hast du mich jetzt flachgelegt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest du, wenn's so wäre. Okay, okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich hab gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeball-Queen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Wow, heb dir lieber noch was für später auf. Endlose Reserven. Wir sollten zur Lodge gehen. Ja, auch wenn es hier echt schön ist. Beinahe atemberaubend. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange. Vorausgesetzt, ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen? In Gänsefüßchen. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. Da sind wir wieder. Und wie fühlen wir uns jetzt? In der vergangenen Sitzung haben wir festgestellt, dass du gewisse Dinge fürchtest. Und zwar Tote oder Untote. Dieses Mal versuchen wir, zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Okay. Na, Ärgetränke. Das ist sogar persönlich based, kann ich euch sagen. Ich hab vor Fliegen keine Angst, vor Getränke schon. Gut, tatsächlich hier vor beidem. Das rechte liegt aus eigener, muss ich sagen, Kindheitstrauma, kann ich auch mit Space sagen, das rechte. Ich hab da nie irgendwie davor gestanden, aber es gab so ein paar Dinge mal beim Schwimmlernen, tatsächlich in meinem, als ich ganz klein war. Seitdem meide ich tatsächlich große Wasserflächen, obwohl ich eigentlich schwimmen kann. Ich betreibe mich trotzdem wieder nicht schwimmen, genau deswegen. Und Höhenangst habe ich auch. Das war jahrelang mal gut, wurde dann wieder schlimmer. In Spielen zum Beispiel habe ich gar keine Höhenangst, aber ich lebe halt schon. Ich bin aber ehrlich, Höhen sind schlimmer als Wasser. Schlangen auf keinen Fall, Ratten eigentlich auch nicht, aber ich muss ja eins von beiden wählen, deswegen sage ich nochmal Ratten. Ja, und er guckt halt nur. Eigentlich auch nicht, aber ich kann nichts machen. Wenn, dann Messer. Blutige.
Ja, hier, Insekten. Jetzt wird's. Ja, eher Vogelscheuchen als Clouds. Ja, dann eher Blut. Tränen eher weniger. Hab ich dich erschreckt? Alter, Jumpscares, ey. Ich kenn die alle schon, sind trotzdem gut. Sei nicht nervös. Versuche es etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Schneller, okay, ja, danke, Galagen. Das Spinnen, ehrlich gesagt. Und hier würde ich eher sagen Blut als Spritzen. Hier bleiben wir bei den Funkschleusen, als Hobbys, ehrlich gesagt nicht. Ja, keine Angst vor Wölfen. Wölfe sind cool. Und hier ist mir Gewitter auch recht egal. Ich bin die ganze Zeit für Blut. Das ist sehr interessant. Danke dafür, dass du so gründlich warst. Kakerlaken, Vogelscheuchen und Innereien. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Mann, mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. Ach ja? Das denke ich mir auch immer. Und da haben wir noch Josh, der Bruder von Hannah Beth, beharrlich, kreativ und verspielt. Ach, komm schon, du warst so oft hier. Für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Wann sorgst du dir mal für ein paar Handymasten? Ich habe schon Entzugserscheinungen. Hast du mal eine Million Dollar für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich habe sie in der anderen Jacke. Ups. Hey Leute, war der Aufstieg okay? Ja, na, mehr oder weniger. Aber es ist schön, dich zu sehen. Was ist mit ihm? Yo, 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 steigt hier oben bald die Party oder was? Klar, Mann. Geht's dir gut? Muss echt hart sein ohne deine Schwester. Stop. Ich meinte nur, dass... Nein, ich weiß, was du meinst. Mann, ehrlich, ich bin drüber weg. Ich will nur, dass wir eine schöne Zeit haben, weißt du? Genauso wie es früher war. Verdammt, dieses blöde Ding. Vereist? Was sonst? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Es gibt 1000 Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen könnten. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ich glaube nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Hey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Geh mal voran, Kumpel. Hey, Ash. Hey, Chris. Und, wie läuft's bei dir? Gut, nur etwas kalt. Ich bräuchte jetzt ein warmes, kuscheliges Feuer. Ja, das hört sich verlockend an. Matt! Lang ist's her. Harte Saison, hä? Ja, kann man so sagen. Hey, alles klar, Mann? Manche Menschen sind so. Total verlogen. Okay. Ja, ich glaube, es ist nicht so gut, dass wir das gezeigt haben, aber wir sind halt ehrlich gewesen. Und? Hast du Ash
schon gesehen? Ja. Cool. Und, wie geht's dir denn? Ganz gut. Wieso? Einfach so. Ja, die Sam ahnt da schon was, ne? Ja, dann gehen wir mal Richtung Josh. Ashley sah heute verdammt heiß aus, oder? Sie schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts, oder? Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihr im Schnee wälzen, klar? Ja, absolut, Mann. Wann willst du denn die Kleine ins Bett kriegen? Als hätte ich da Chancen. Komm schon, Mann, sie verbringt doch praktisch ihr gesamtes Leben nur mit dir alleine. Ja, aber nur als Freunde. Hör zu, Alter. Sieh dich um. Sieh dir die herrlichen Berge an. Siehst du hier irgendwo Eltern? Ich meine, gibt's irgendwo ein perfekteres, super Szenario, so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten? Du und Ashley, endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste! Vielleicht hast du recht. Du bist ein Killer, Bro. Keine Furcht, keine Gnade. Ich meine, sie wird nicht wissen, wie ihr geschieht. schon gut, kapiert. Wow. Ja, meint's ja nur nicht. Also, wie lautet der Plan, um in die Lodge meiner Eltern einzubrechen? Ich hab nicht gesagt, ich hätte einen Plan. Ich dachte, du hättest einen. Denk dir was aus, Kumpel. Sonst hast du hier 4 entzückende Ladies, die sich den Hintern abfrieren. Und ich sag's dir gleich, so kriegst du sie nicht in die Kiste. Oh shit, keiner steht auf Frostbeulen. Ja, da fehlt ein Axt. Die Axt fehlt jedoch. Ja. Sie finden die nicht in der Reihenfolge, deswegen nicht wundern, wenn hier welche fehlen. Das heißt nicht gleich, dass wir es verkackt haben. Bisher ist das Eichel nicht erschossen. Die Natur blieb im Gleichgewicht. Metzger, Mike und Emily flirten. Chris Börse respektiert, Chris freute sich, Sam zu sehen. Chris vertraute Sam weiterhin. Oh ja. Verdammt, mir geht ja langsam der Saft aus. Jetzt verreckt mir auch noch mein GPS. Endlich bin ich mal draußen und könnte es tatsächlich benutzen. Kommst du nicht mal ohne dein Handy klar? Was? Wieso? Du redest von nichts anderem. Naja, es kann halt so viel Zeug und... Ja, hast du eine App, die uns in die Lobby bringt? Nope. Eine App, mit der du ein Date kriegst? Ja, eigentlich gibt's Alter, da... hast du nicht. Sagen, gibt's die da wirklich? Antwort ist... Hast du nicht? Ja, das nenne ich ja mal clever. Sehr gut. Alles okay. Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Du meinst Sport? Ja, da, wo man das Seil hoch muss. Oh. War ich das? Ich glaub nicht. Hier, nimm das. Oh, Chris, ich hab gerade eine Wahnsinnsidee. Ja? Absolut. Na, lass hören. Okay, also, ich bin ziemlich sicher, ich habe noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutzt doch das mit dem Feuerzeug. Ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, Mann, es ist Spray. Oh, ja, jetzt verstehe ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja, die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und wusch. Bye-bye, vereistes Schloss. Bingo. Okay, du kriegst es hin. Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durchs Dunkel kämpfst? Nein, aber ich mach's. G-
Geh mit Gott, Partner. Ja, da war Abel letztens im Dunkeln alleine rumstehen. Schön creepy. So ist das hier. Im Keller. Zeitungsausschnitt. Der Alberta Burgle, Ex-Hausmeister, wegen Brandstiftung verurteilt. Racheschwur gegen Familie des Filmmoguls. Von Charlie Scott, leitender Reporter. Victor Milgram, 52, wurde gestern wegen schwerer Brandstiftung in Blackwood Pines zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Milgram war 28 Jahre lang als Hausmeister im alten Berg Hotel angestellt gewesen. Er wurde jedoch entlassen, als Hollywood-Produzent Bob Washington das Anwesen kaufte. Die Urteilsverkündung verendete mit einem aufsehenerregenden erregenden Zwischenfall. Der wütende Milgram schimpfte Washington hochschwangere Frau Melinda lautstark mit wüsten Obszönitäten. Er nannte sie dreckige Hu und schwor euch alle, deinen beschissenen Mann und eure Kinder dran zu kriegen. Beiden drohte er, sie leiden zu lassen. Melinda hatte während der gesamten Verhandlung sichtlich um Fassung gerungen und erklärte später, dass sie zwar bestürzt über Milgrams Drohung sei, sie allerdings vollstes Vertrauen das Rechtssystem besitze, ihre Familie zu beschützen. Ja, das ist der Vater von Josh. Hollywood-Regisseur. Was das Geld erklärt. Ein Totem. Das ist braun. Oh. Verlusttotem. Da ist jemand verbrannt. Hinein hier in die Lodge, ne? Ha! Echt cool. Hey, im Porträt, da sind sie, das ist Josh, sind die beiden Schwestern, die Mutter und der Vater. Ist auch hart, ne, für die Eltern. Beide verloren. Bei Schwestern. Also bei Töchtern in ihrem, von ihrer Blickwinkel aus. Und wir wissen ja wie, aber wie wir erfahren haben, Wendy ja, wurden die ja nicht gefunden, die Leichen. Nur wir haben als Spieler eben gesehen, dass sie darunter gefallen sind. Es war nur der Wind. Alles gut, es war bestimmt nur der Wind. Chris, wirklich witzig. Da, woran habt ihr mich erkannt? Solltest du nicht mal das Schloss öffnen oder sowas? Okay. Kein Strom, so wie es aussieht.
ganz seltsames Geräusch hier. Reifen sind ja Abschlussball. 2013 war das. Hannah, Sam, Mike, Emily. Freiheit nicht einschränken. Ich weiß, das ist nicht, was Sie hören wollten. Rufen Sie mich an, wenn Sie mehr wissen wollen. Ende der Nachrichten. So, so. Irgendwer hat freie Bewegungsfreiheit. August 2013, Cape Cod. Josh mit einer hübschen Schwester in Hannah plus Bleff. Ihr sieht super aus, Leute. Jetzt hier hilfsbereit romantisch ist hochgegangen. Josh hat den Matt auch ein bisschen leicht. Jo. Und nochmal ist abgesperrt. Das heißt, wir können noch hoch. Es gab im Original eine Taste für schneller laufen. Das haben sie mir komplett rausgelassen. Und geben quasi selber das Tempo der Charaktere vor. Sorgt aber dafür, dass Schiss hier nicht schneller laufen kann. Also müssen wir uns gedulden, bis wir uns unseren Astralkörper hier hochbewegt haben. Jetzt sehen wir auch, warum es hier so komisch klappert. Das ist aber nur das Fenster. Also alles gut. Und da hat es Wumm gemacht. Das hätte Bett auf dem Boden.
Ganz komische Geräusche. Okay, ich hab mal schon geschaut, dass hier wirklich nichts ist. Der beste Horrorfilm 2009. Das ist der Bob Washington Bloody Blood Monastery. Ja. Wie schon sagte, ist er Regisseur. Es ist bestimmt cool, so eine Lodge mit auf dem Berg zu haben, aber halt sehr einsam. Wenn wir ehrlich sind. Und da ist noch ein Totem. Gelb. Totem, das heißt, Sam rennt irgendwann mal vor was weg. Das ist besser, da runter zu gehen, alles klar. Gut, Leute, ich will was sagen, bevor wir die Haupttür für die anderen öffnen. Wir haben einiges an Fußstücken diese Folge gefunden. Wenn ihr sieht, können wir so mal alles angucken. Foto von Hannah, Sam, Mike und Emily beim Highschool-Abschlussball. Foto von Josh, Hannah und Beth am Strand. Es wurde im Sommer von vor ihrem Verschwinden aufgenommen. Und auf jeden Fall ein Film, bei dem Josh' Vater Regie geführt hat. Ein Portal der Washington-Familie. Hannah zeigt ein auffälliges Medaillon. Hier noch ein sehr fester Steckbrief für einen Flüchtling in den Bergen von 1998. Jemand wollte nicht, dass ihn jemand sieht. Die Meldung handelt von einem Gerichtsfall im Zusammenhang mit Blackwood Pines. Ein alter Hausmeister wollte alles niederbrennen. Auf der Anklagebank schwor er der Washington-Familie Rache. Ein Nachschlag einem irischen Polizisten über einen entlassenen Sträfling. Klingt wie eine Warnung. Eine wandperfekte Halterung. Genau, Axt fehlt jedoch, ja. Genau, ich würde sagen, nächste Folge geht an der Stelle weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.